Hallo, hier ist wieder euer Mutantix 8 und heute geht es um Sam Raimis letzten Spinnenfilm Spider-Man 3. Dieser Film schließt nahtlos an Teil 2 an. Peter ist mit Mary Jane zusammen und die Stadt liebt Spider-Man und er wird sogar zum Ehrenbürger ernannt. Doch die schöne Zeit hält nicht lange an. Harry versucht, Peter mit allen Mitteln zu töten und Rache für seinen Vater zu nehmen. Das war unvermeidlich, Pete. Hör mir zu, ich hab deinen Vater nicht umgebracht. Eine schwarze und aggressive Masse droht mit Peter zu verschmelzen. Der wahre Mörder, Onkel Bens Flint Markle, taucht auf und mutiert zum gefährlichen Sandmann. Als wenn das nicht genug wäre, macht ein neuer Fotograf namens Eddie Brock Peter seinen Job streitig. Mr. Jameson, ich weiß auch, wie man Fotos macht und ich bin schon lange dabei. Wenn es eine Festanstellung gibt, glaube ich, dass ich sie verdiene. Ihr seht schon, die Story von Spider-Man 3 hat eine Menge zu bieten. Mit deutlicher Überlänge ist der Streifen aber immer noch viel zu kurz, um jede Figur die nötige Aufmerksamkeit und Tiefe zu verleihen. Wohingegen mit Flint Marko, hier gespielt von Thomas Hayden Church, meiner Meinung nach der beste Gegner der Trilogie ausgebaut wurde, einfach weil seine Figur im Gegensatz zu den anderen Gegnern noch sehr menschlich wirkt, wurde gerade die Figur von Eddie Brock und auch Venom sehr stark verschenkt. Da hätte sich Sam Raimi wirklich noch einen vierten Teil für Zeit nehmen können. Andererseits muss man aber sagen, dass Peters innerer Konflikt bis auf ein paar überflüssige und teils peinliche Szenen echt gut rüberkommt, dank dieser ganzen Rache-Thematik. Welche Figur hier aber seinen großen Höhepunkt findet, ist die von Harry Osborn, wieder mal toll verkörpert durch James Franco. Und hier wartet der Film mit einigen wirklich starken Charaktermomenten und Wendungen auf. Du hast dein Ziel nicht mehr vor Augen. Zu den Leistungen von Tobey Maguire und Kirsten Dunst muss ich eigentlich nichts mehr sagen. Im Cast dazugekommen sind Topher Grace, der hier Eddie Brock spielt, und Bryce Dallas Howard als Gwen Stacy, die beide eine wirklich solide Leistung abgeben. Star der Reihe ist halt immer noch J.K. Simmons. Wir sind gefeuert! Wir müssen eine Gegendarstellung drucken. Sowas habe ich seit 20 Jahren nicht drucken lassen! Auch wenn der Film ein paar Handlungsstränge zu viel hat, werden alle logisch verknüpft. Woran der Film ein wenig erkrankt, sind diese unglaubwürdigen Zufälle, die vereinzelt schon in Teil 2 aufgetaucht sind, und die Routine, die sich hier langsam einstellt, zum Beispiel, dass auch in diesem Teil wieder Mary Jane entführt wird. Actionfans kommen in diesem Teil wirklich auf ihre Kosten. Mit genialen Special Effects und tollen Kamerafahrten weiß diese wirklich zu beeindrucken und gerade das spektakuläre Finale weiß einiges zu entschädigen. Was man Sam Raimi letztendlich wirklich zugute halten muss, ist, dass er seine Trilogie zu einem tollen Abschluss bringt, bei dem mir gerade im letzten Drittel öfters Tränen in den Augen standen. Ich finde es schade, dass eine weitere Fortsetzung nicht realisiert wurde. So, hier haben wir jetzt also den dritten Teil von Sam Raimis Spider-Man Trilogie. Das Cover finde ich übrigens sehr geil und der kommt dieses Mal auch in so einer schwarzen Armage daher. Passend natürlich. Innen drin haben wir einmal die eine DVD. Und so ein kleines Heftchen. Und zwar sind hier einige Sachen darin, die halt die Leute vom Film, Darsteller, Regisseur, Stuntman gesagt haben über den Film. Und eine kleine Kapitelübersicht haben wir noch hier hinten. Ja, der Film geht 133 Minuten und ist ab 12 Jahren freigegeben. Und als Extras haben wir hier Audiokommentare von Regisseur, Besetzung und den Filmemachern. Und noch verschiedene Trailer drauf. Warum Spider-Man 3 allgemein so ein verhasster Film ist, verstehe ich nicht. Zwar hat er deutliche Schwächen, weiß aber durchweg zu unterhalten und erzählt die Trilogie mit grandioser Action und teils wirklich gut ausgebauten Figuren toll zu Ende. Von mir gibt's dafür 8 von 10 Sternen. Das also war von mir, euer Mutantix 8. Weißt du Ciao. Noch nicht, aber ich bin hier der Sheriff in der Stadt. Okay. Oh oh.